Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch eine Box vorstellen, was mir einfach am Herzen liegt, denn meine liebe Kollegin und ich weiß nicht, YouTube-Freundin? Wir tauschen uns auf jeden Fall auch privat auf WhatsApp aus und so, ne? Die liebe Sarah Isabel hat in Kooperation mit Cosmetic for Less eine Box bzw. zwei Boxen herausgebracht und ich habe mir eine davon bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Natürlich bin ich ein bisschen persönlich befangen. Das kann ich nicht abstreiten, Leute, ne? Denn ich mag Sarah Isabel so gerne. Und wir hatten ja auch schon ein Video zusammen und so, ne? Also sie ist einfach ein fantastischer, super sympathischer Mensch. Und kurz vor ihrem Launch haben wir auch tatsächlich genau über diese Box gesprochen. Und ich bin so stolz auf sie. Also, liebe Sarah Isabel, herzlichen Glückwunsch. Sie hat zwei Boxen herausgebracht. Ich habe die Variante Nummer 01 bestellt. Die kostet 84,99 €. Wir haben hier 27 Produkte drin, die sie halt ausgesucht hat, die einen Warenwert von über 148 € haben sollen. Ich glaube, das ist die Trust Your Magic Box, glaube ich. Genau. Ich habe das Set 01 Trust Your Magic mir ausgesucht und es gibt auch noch die 02 Flower Bouquet Lover. Aber diese Box hat mich tatsächlich ein bisschen mehr angesprochen. Und ja, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Das ist so, so cool, dass du das gemacht hast. Und deswegen, dieses Video ist dann quasi mein Support von Herzen an dich. Und ich bin einfach gespannt, wie die Produkte so in live aussehen. Natürlich habe ich mir ihr Launch-Video angeschaut und saß da mit einem Honigkuchen-Grinsen im Gesicht und war einfach so super stolz, wie sie das auch gemacht hat. Sie ist einfach so unglaublich talentiert und wunderschön. Also es ist eine krasse Frau. Und vor allem, wenn man bedenkt, ne, also die ist ja auch ein bisschen jünger als ich und da ist man halt noch stolzer, was die alles schon erreicht hat. Ne? Das ist so hardcore. Und sie ist einfach noch am Studieren und mal eben so hat sie dann ihren eigenen Make-up-Online-Kurs auf die Beine gestellt neben dem Studium. Dann mal eben so hat sie dann diese Box gemacht. Das ist so Wahnsinn. Ich bin extrem beeindruckt von ihr. Und krass. Also das gucken wir uns zusammen einfach mal von innen an. Man merkt, ne? Ich bin minimal befangen. Okay. Everyone is an artist and so are you. Trust your magic. Also jeder ist ein Künstler und du auch. Hallo. Meine Tante. Okay, liebe Grüße an dieser Stelle. Du sollst deiner Magie vertrauen. Hey, Flower Bouquet Lover, let's make some colorful art. Okay, wir haben aber nicht die Flower Bouquet Box, glaube ich. Nicht, dass sie das vertauscht haben. Wobei ich eigentlich auch sehr für bunte Looks bin, aber mir hat halt der Inhalt der Magic Box erst etwas besser gefallen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Make-up-Set. Ne? Ja. Okay, also, Professionalität ist hier gefragt, Claudinchen. Wir haben hier die Box und hier ist so ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengemacht ist, wie das halt gerne auch mal bei den Unboxings auf meinem Kanal der Fall ist, ne? For you, cosmeticforless.de. Steht auf dem Klebi mit drauf. Machen wir mal vor. Wir haben das Ganze sehr gut geschützt, denn selbstverständlich, wir haben hier Make-up drin, ne? Hier sind Lidschattenpaletten und so dabei. Und mache ich mal, wow, zur Seite. Dann haben wir hier den Blick in die Box. Ein paar von den Produkten habe ich tatsächlich schon da und ich bin da auch einfach Fan von. Zum Beispiel bei den Pinseln, ne? Da muss ich mal gucken, welche davon ich schon habe. Was ist das denn hier mit der Lauterei? denn den LBF 09, den Face Definer zum Beispiel, habe ich auch. Also das hatte ich mir auch mal bestellt bei Cosmetic for Less und Pinselset, weil ich die einfach auch sehr, sehr gut fand und auch einfach mal ausprobieren wollte damals, wie die Qualität ist. Mittlerweile weiß ich, dass die gut sind, ne? Sehr, sehr geil. Und da hat sie auch ihre Lieblingspinsel ausgesucht, dass die dann halt auch mit in die Box gekommen sind, was ich echt cool finde. Dann die LBF 11, Angled Cheek. Und das finde ich halt so wirklich so cool, weil sie hat jetzt nicht gesagt, ich nehme irgendeins von den Pinselsets, die da sind und packe die mit rein, sondern ich nehme wirklich dann die Pinsel, wo sie halt meint, also sie hat gesagt, ich nehme die Pinsel, die ich gut finde und packe sie dann mit rein, weil die ergeben Sinn. Das finde ich klasse. Das ist individuell. Ich greife mal eben, hallo, hier hinten hin, denn hier habe ich tatsächlich dann auch meine Pinsel drin und dann kann ich euch die auch mal zeigen einfach, ne?
Genau, also das ist der Face Definer, der 09er. Genau, den hatte ich ja eben auch schon in eingepacktem Zustand. Dann haben wir hier den 11er, ne? Genau, den Angle Cheek Pinsel. Das ist halt so ein abgeschrägter Pinsel, mit dem kann man halt super Blush auftragen und so. Und da haben wir natürlich auch hier einen Blush von Nabla mit drin. Das ist so Wahnsinn, ne? Sie hatte heute zum Beispiel auch ein Video, oder sie hat das vor ein paar Tagen hochgeladen, ich habe das eben dann auch erst gesehen, und da hat sie halt mal runtergerechnet, rein theoretisch würde dann dieser Blush nur 3 Euro kosten, wenn man das mal so sich ausrechnet, ne? Die 84,99, du hast 27 Produkte, Heidenei. Und die Farbe habe ich noch nicht, ich habe den in der Farbe Lola, und das ist Independence. Und das finde ich cool, die sind super. Also ich arbeite ja auch mit Purish zusammen, da habe ich ja auch eine Kooperation, ne? Und da bin ich auch in den Genuss gekommen, dann quasi die Qualität von den Nabla-Produkten etwas besser kennenlernen zu dürfen. Und die sind hammerhart, Leute. Die sind wirklich hammerhart. Und da bin ich froh, dass ich jetzt nochmal eine weitere Farbe habe. Oh mein Gott, ja. Ne? Das ist krass. Es ist ein richtig schöner Herbst-Winterton, weil der ein bisschen kühler ist, ne? Und theoretisch wäre das natürlich auch ein perfekter Adventskalender zum Beispiel gewesen, ne? Also man könnte jetzt in der Theorie schon mal für nächstes Jahr vorsorgen, wenn man schon mal weiß, alles klar, ich habe eine Freundin, die steht auf Make-up und so einen ganzen Gedönsen. Ich kaufe ihr einfach schon mal die Box, versteckt die ganz gut, und dann brauche ich nächstes Jahr nur ein paar Säckchen kaufen und kann ihr dann quasi einen Adventskalender basteln. Nur mal so als Idee für die Herren, die vielleicht zugucken, oder auch die Frauen, die ihre Frauen beschenken möchten, oder die Herren, die ihre Männer beschenken möchten, oder die Frauen, die ihre Männer beschenken möchten, ne? You do you. Das ist ja alles, jeder, wie er meint. Und der hat auch einen richtig schönen Schimmer mit drin. Ich mag ja gerne sowas. Mittlerweile bin ich ja echt hart Fan von diesen ganzen, Lashes, die halt Schimmer mit dabei haben, ne? Okay, so. Dann, die Frau hat echt mitgedacht. Das finde ich so krass. Haben wir nämlich auch als Base wirklich in beiden Boxen ähnliche Sachen drin. Also die Pinsel waren zum Beispiel auch in beiden Boxen drin. Ich rede vollkommen durcheinander. Liegt daran, dass ich halt so aufgeregt bin. Okay, von Chaya oder Chaya, Chaya sagt sie glaube ich auch, ne? Haben wir nämlich eine Gesichtscreme, die Allure Face Cream Moisturizing Dry and Normal Skin, 50 ml, und ich glaube, die werde ich wirklich mal ausprobieren. Meine Schwiegermama in Spee, genau, kommt nämlich gebürtig auch aus Polen, und die kennt auch Jaya, und die hatte mir da immer von erzählt, ne, und ich so, hä, ne, weil sie sagte, du musst doch die Marke kennen und so, das ist doch voll bekannt, und ich so, hä, ne, weil sie das halt auch immer so ausgesprochen hat, und dann irgendwann hatte ich mal zu Hause was von Cosmetic for Less halt gekauft, und dann habe ich das so ausgepackt, und dann war sie irgendwie auch mit dabei und hatte gesehen, guck mal, das ist das doch, ich so, hä, das ist doch Jaya, hat die mich einfach ausgelacht. Ja, okay. Das Leben ist wunderschön. Und ja, genau, das ist die Gesichtscreme. Und da sagt Sarah Isabel auch, dass man die super als Make-up-Base verwenden kann. Das finde ich interessant, ne? Muss ausprobiert werden. Aloe Vera ist ein schöner Inhaltsstoff, der sehr feuchtigkeitsspendend ist und auch beruhigend so ein Stück weit, ne? Nimmt man ja auch ganz gerne, wenn man so Sonnenbrand hat. Und das hat man auch in beiden Boxen mit drin. Dann habe ich diverse Wimpern. Da ist das Ding, das habe ich ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, naja, ich bin halt nicht so die Wimpern-Lady. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich überlege, nicht mehr mein Wimpernserum verwenden zu wollen, weil da halt Hormone drin sind zum Beispiel, und vielleicht möchte ich ja irgendwann mal schwanger werden oder so, ne? Dann werde ich vielleicht wieder zurück zu meinen damaligen Schweinsaugenwimpern kommen, und dann werde ich auch wahrscheinlich Wimpern verwenden. Aber bis dahin wahrscheinlich eher weniger. Aber sie hat so schöne Wimpern mit dabei gepackt. Das ist echt der Wahnsinn. Von Leni Lash, die Joy Lashes. Die sind so geil. Das sind so richtig voluminös, wawa, woom at its best, ne? Richtig geil. Also schön finde ich die definitiv. Das ist so hammermäßig. Krass geil. Also könnte ich mir jetzt so für Weihnachten, Silvester oder so den Dreh echt gut vorstellen. Aber ich trage es halt nicht, ne? Dann hat sie auch noch diese hier von Leni Lash mit dabei. Ich habe jetzt die Posh Lashes. Irgendwelche waren das, man quasi zwei unterschiedliche hätte haben können. Da lasse ich jetzt auch eingepackt, weil ich die ja nicht verwenden werde. Aber ja, sind halt die Posh Lashes. Super. Dann habe ich hier auch noch so einen Wimpernapplikator mit dabei. Ich glaube, den werde ich aber behalten. Der soll auch echt gut sein. Muss ich mal gucken. Ich hatte mal einen, aber ich glaube, den habe ich verloren gemacht. Dass ich einfach einen da habe. Und wenn der so gut sein soll, weil sonst hätte sie den Safe nicht mit ins Set mit aufgenommen, ne? Dann ist es gar nicht so verkehrt, einfach mal einen da zu haben.
Genauso auch der Duo-Wimpernkleber, da schwört ihr ja drauf. Ne? Das ist dieser Dip-Kleber mit Vitamin A, C und E. Das ist natürlich auch cool. Ne? Man dachte sonst ja immer, dass diese Wimpernkleber, und hast du nicht gesehen, jetzt nicht so unbedingt mit den besten Inhaltsstoffen sind. Da hatte ich persönlich damals immer Angst vor und habe mir deswegen auch nie Wimpern geklebt. Ja, finde ich cool. Ne? Ist nie weg, so ein Ding. Ganz schön viel drin. Aber wenn man sich, ich sag mal, alle 2 Tage oder so sowas klebt, dann braucht man wahrscheinlich auch recht viel davon. Ja, dann habe ich noch mehr Lashes, also relativ viele Lashes, aber ne, irgendwas muss mir ja mal nicht gefallen. Dann habe ich nämlich die Leni Lashes in der Farbe vor allem. 124er Variante. Ich glaube, da hätte man alternativ andere auch noch haben können, ne? Ich glaube schon. So, wollen wir noch ein bisschen... Ach komm, machen wir erstmal was ich richtig geil finde. Die habe ich auch aktuell in Anwendung. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass sie die auch mit reingepackt hat. Das ist die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Habe ich aktuell in der Belle-Variante nämlich in Anwendung und ich finde die richtig gut. Die, also, hatte ich vollkommen unterschätzt. Ich dachte immer so, ja, weiß nicht, ne? Hatte dann immer auf die Waterproof-Variante gesetzt oder auf die graue Variante, die auch so ein bisschen die Wimpern mit einfärbt. Und dann habe ich die jetzt in der Sister Love LE drin gehabt und die finde ich so geil. Die hat ein Gummibürstchen, was so ein bisschen bananenförmig geschwungen ist und macht so krass geile Wimpern, hätte ich nicht mit gerechnet. Also, gute Wahl, meine Liebe. Dann haben wir hier was drin, was ich extrem cool finde, weil in letzter Zeit greife ich häufiger mal entweder so, ich habe heute zum Beispiel so einen dunkelgrünen Eyeliner drauf. Ich verwende aber auch super gerne braune Eyeliner und meiner ist gerade leer gegangen. Jetzt habe ich hier Nachschub Intense Brown Felt Eyeliner. Ja, Renaissance Flick, so heißt der. Ziemlich cool und ja, halt ein brauner Eyeliner, ne? Kann man sehr gut im Alltag tragen. Kann man einfach zu wärmeren Looks, ne? Ich habe in letzter Zeit öfters zum Beispiel auch wieder die Belle Lidschattenpalette, auch von Catrice war die, glaube ich, ne? Da habe ich auch einen braunen Eyeliner zugetragen, weil wenn ich so einen gelb-orangenen Look trage, macht sich so ein Eyeliner in braun einfach deutlich besser. Und deswegen feiere ich es. Upsala. Dass ich hier auch einen braunen Eyeliner reingepackt habe, weil das für mich persönlich gerade echt in mein Mut reinpasst. Ich finde das gut. Das war ein Reim. Genau, so eine Ellipse. Dann gucken wir uns den mal an. Ja, so ein Filzstift ist das. Und sie sagte auch, dadurch, dass er eine Kugel drin hat, muss man nicht so Angst haben, dass er so schnell austrocknet oder so. Das finde ich auch nice. Oh, das ist wie Kaffee. Das ist ja geil. Also nicht so warmbraun, ne? Sondern halt so ein richtig schönes Kaffeebraun. Das mag ich allein. Cool. Werde ich auf jeden Fall auf meinem Auge ausprobieren. Vielleicht kommen die Sachen auch ins Fullface Beauty Boxen teilweise mit rein. Da muss ich mal gucken, ne? Die Pinsel auf jeden Fall. Dann habe ich hier nämlich noch einen Pinsel von Leni Brush mit bei. Und zwar ist das der 09 Tapered Smudger Pinsel. Den müsste ich hier auch haben. Ja, den habe ich. Genau. Das ist so ein richtig schöner, präziser Pinsel, womit man ja so in die Lidfalte auch schön reingehen kann. Ne? Wenn du wirklich sehr, sehr präzise Look schminkst, kannst du den hier außen ansetzen und dann richtig schön in die Lidfalte einarbeiten. Ganz, ganz toller Pinsel tatsächlich. Dann haben wir hier auch noch den LBE 07 Flat Shader. Den habe ich hier, genau. Das ist ein Pinsel, ja, so ein schöner Shader-Pinsel. Da kannst du schön Pigment mitgreifen und das dann auch präzise aufs Auge aufgeben. Also quasi hier so Schimmerpigment hingeben, ne? Also richtig angenehm. Da kann man gut mit arbeiten. Ich suche mir die nämlich jetzt parallel direkt raus, dass ich dann fürs Fullface Beauty Boxen auch direkt die Pinsel dann schon da habe und die dann auch verwenden kann. Den LBE 10 Soft Definer Pinsel hat sie auch noch mit reingegeben. Das ist auch ein Pinsel, womit man in der Lidfalte verblenden kann oder also ich persönlich verwende solche Pinsel, ne, um einfach schon mal direkt meinen Setting-Ton hier drauf zu geben und gegebenenfalls auch schon anzufangen, meinen ersten Ton und vielleicht sogar auch den zweiten Ton aufzugeben. Aber, ne, also der ist auch echt, echt gut und sinnvoll vor allem. Den hat sie, glaube ich, als Highlighter-Pinsel mit reingenommen, den 06 Soft Blender-Pinsel. Den habe ich selbstverständlich auch. Kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Also sowohl als Blende-Pinsel, ne, klar, als auch als Highlighter-Pinsel. Weil wenn du den als Highlighter-Pinsel hast,
Kannst du sehr präzise hiermit auftragen. Und das mache ich jetzt auch direkt, weil der Highlighter, den ich heute trage, der ist echt Murks. Der wird auch gleich direkt aussortiert. Hier habe ich nämlich den Revolution Highlighter Reloaded Golden Lights. Und die Revolution Highlighter, die schreien. Also die sind so krass. Wow, ja, also richtig, richtig geilomat, ne? Und damit werde ich mir jetzt mal schön ein bisschen was zaubern. Und sie sagte, du hast sowohl diese kühlen als auch die sehr intensiven. Wow. Wow. Diese kühlen als auch diese sehr goldenen Pigmente hier mit drin, sodass es so eine ganz besondere Farbe ist. Da muss ich ihr recht geben. Ja, wenn du das erst so, ne, punktuell aufgibst, ist es hardcore, aber ein bisschen verblendet, ist das eine feine Kiste hier. Holla, die Waldfee. Brauchst auch nicht viel von. Also der reicht für dein ganzes Leben. Und das deiner Töchter. Hier ist kein Spiegel drin, okay. Deiner Kinder und Kindeskinder. Hammermäßig. Hammermäßig. Ja, hier ist schon das Licht nicht so drauf. Hier kann ich immer ein bisschen mehr eskalieren. Nee, finde ich schön. Finde ich richtig schön. Das kannst du zu vielen Looks tragen, ne? Sowohl zu einem sehr bunten Look wie heute bei mir oder auch zu einem einfach sehr kühlen Look, zu einem sehr warmen Look. Kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ist ein schöner Highlighter. Also da hast du was Gutes ausgewählt. Das sage ich dir so, ne? Hammer. Einen Pinsel habe ich noch hier und zwar, den habe ich gar nicht, glaube ich. Das ist der Detail Liner LBE 14. Nö, deswegen werde ich ihn noch behalten. Das ist einfach so ein abgeschrägter Pinsel, damit kannst du Eyeliner zeichnen oder deine Augenbrauen definieren. Du kannst damit aber auch ganz, ganz fein am unteren Wimpernkranz arbeiten, ne? Wenn du da einfach auch vielleicht ein paar mehr Farben reinbringen möchtest. Finde ich cool. Ja, und passend dazu gibt es dann natürlich noch die Tasche von Leni Brush mit dabei. Das finde ich auch ziemlich, ziemlich passend. Und ja, die wird aber demnächst verlost werden, weil ich habe halt meine Pinsel immer in so Viechern drin, damit ich da auch immer schnell zugreifen kann. Komm, wir gucken jetzt mal direkt die Lidschattenpalette an. Das ist von Make-Up Obsession. Das ist eine Untermarke von Revolution. Die Mood-Palette. Und die fand ich sehr, sehr ansprechend. Ich habe die auf den Werbebildern bei Cosmetic for Less tatsächlich nie so ansprechend gefunden, dass ich mir sie bestellt hätte. Aber wo sie sie vorgestellt hat, hat mich vor allem dieser lila Ton so umgehauen. Und das war auch der Grund, weswegen ich mich dann letztendlich auch für dieses Set entschieden habe. Neben dem Nabla Blush natürlich, den ich auch klasse finde. Und jetzt möchte ich natürlich diesen Wild Ton auch mit euch gerne swatchen. Also, die Palette ist kühl, ne? Die ist relativ zurückhaltend. Da ist jetzt nichts Bombastisches eigentlich auf den ersten Blick. Aber wenn ich jetzt die Töne sehe, denke ich mir, ja geil. Ich habe mit dem Mood auf jeden Fall einen Ton, womit ich mir ein Inner Corner Highlight setzen kann. Sweet ist safe ein Ton für meine Lidfalte. Wild ist einfach geil. Und oh mein Gott, ist die Textur schön. Oh, oh, guck mal. Der leuchtet. Der leuchtet einfach. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja, der könnte intensiver sein, aber der ist super hell. Das könnte voll der gute Ton für, also mag ich, fürs komplette Lid einfach, ne? Fürs komplette bewegliche Lid drauf damit. Sweet in der Lidfalte, ein bisschen chill außen, Mut in der Innenwinkel, oh mein Gott. Und fertig ist die Laube. Komm, wir gucken uns mal Monday an, weil montags ist ja nicht unbedingt der schönste Tag des Lebens. Best ist auch, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Aber hat alle auch irgendwie unterschiedliche Texturen. Also Best und Mood hat zum Beispiel die gleiche Textur. Monday und Wild hat die gleiche Textur. Sowas mag ich ja schon wieder, ne? Also besser, definitiv besser, als ich jemals gedacht hätte. Das ist Hut ab, Hut ab. Liebe Sarah, Isabel, die Palette hätte ich mir sonst nie geholt. Schön, oder? Was sagt ihr? Krass. Das finde ich echt schön. Ja, Chapeau. Eins sehe ich hier auch noch, was ich so geil finde. Das hatte ich damals auch mal. Ich dachte, die hätten das mal aus dem Sortiment genommen. Von Catrice ist das Long-Lasting Prime and Fine Multitalent Fixing Spray mit 50 Millilitern. Ich glaube, das war das erste Fixing Spray, was ich mir je gekauft habe. Das ist nicht ganz so super fein vom Sprühstoß her, aber es hat immer einen guten Dienst gemacht, ne? Einen guten Job gemacht. Hat gemacht, dass das Make-up hält und ich mochte das sehr, sehr gerne. Also geil, wird bleiben.
Dann haben wir hier noch ein Augenbrauengel von Eveline Cosmetics. Da muss ich auch wirklich sagen, Eveline wird unterschätzt. Ich hatte euch auch mal ein Fullface mit Eveline Cosmetics geschminkt und die haben so gute Produkte, auch gerade so die Base-Produkte, die haben mich umgehauen. Die Foundation, die war krass, die habe ich ja auch immer noch, ne? Ich habe eigentlich fast alle Produkte von Eveline Cosmetics noch bei mir. Richtig, richtig gute Sachen und jetzt auch noch das Augenbrauengel, finde ich gut, also echt gut. Das hier hatte ich auch schon mal, ich glaube, das habe ich auch sogar schon mal leer gemacht oder habe ich das? Ja doch, ich glaube schon, ne? I Heart Revolution Tasty Peach, das Lippenöl, das ist auch klasse. Das ist so eine wirklich schöne, pflegende Geschichte auf den Lippen. Peachy Kiss ist hier die Farbbezeichnung und ja, ich lasse das mal zukommen. Es ist ein Lippenöl, Leute. Ich trage super häufig Lippenöle. Jetzt immer, wenn ich mich schminke zum Beispiel, mache ich mir immer das von Catrice Cleaner D, dieses Lip Protecting Serum drauf und da ist nur noch so viel drin. Also ganz offensichtlich mag ich solche Produkte, denn so eine kleine Pflege für zwischendurch, dass während ich mich schminke, einfach die Lippen schon mal präpariert werden, bevor die da Farbe drauf geknallt bekommen, finde ich klasse. Dann habe ich hier noch was mit drin und das ist etwas, da hat sie so von geschwärmt. Ich bin überhaupt kein Fan von Lip Glitter Eyeliner Gedönsen. Sie steht da voll drauf und man sieht es auch in ihren Looks immer halt, ne? Und den hat sie halt hart empfohlen und da kann ich jetzt natürlich nicht nein sagen, den muss ich ausprobieren. Von Root ist das der Gimme Glitter Liner, Liner Pailleté. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf. Der sieht sehr holographisch aus, jedenfalls die Verpackung, ne? Sieht hardcore aus. Wow. Und ich habe heute in ihrem Video gesehen, dass sie wirklich sich so einen relativ schlichten Look geschminkt hat, auch mit der Mood-Palette. Und dann einfach, oh mein Gott, sieht das schön aus. Und dann einfach hier so aufs bewegliche Lid, druff. Druff, druff, druff. Geil. Also das sieht aus wie Feenstaub. Richtig geil. Da stehe ich ja schon mal direkt drauf. Das passt jetzt auch zu Weihnachten, zu Silvester, ne? Und der schimmert und funkelt und glitzert und ist voll am Eskalieren hier. Also was ich hier sehe, ist halt gelb, grün, rosa, gold. Krass. Also richtig interessant. Dann habe ich Sternchen hier mit drauf, ja. Oh. Hier war eine Folie drumherum offensichtlich, die habe ich jetzt gerade mal kaputt gemacht. Also so eine feine Folie habe ich ja noch nie gesehen. Die hast du ja gar nicht gesehen, als du dazu angepackt hast, ne? Ist da noch irgendwo Folie drauf? Nee. Aber gut, ich wollte mir den einfach mal angucken und swatchen. Jo, haben wir so ein Applikator-Ding? Oh. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das schön als Lidschattenersatz nehmen kann. Da muss ich ihr definitiv zustimmen. Wenn das einer ist, der halt hält, ne? Da bin ich jetzt einfach gespannt drauf. So ein Pinselchen, ne? Womit man das aufträgt. Und der kommt jetzt in der Kamera, glaube ich, gar nicht so super funkelnd raus. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man das jetzt wirklich mal so ins Licht halten würde, so im Sonnenlicht oder so, ne? Wow, da eskalierst du einfach mal eine Runde. Ne, finde ich cool. Bevor wir zur letzten Lidschattenpalette kommen, zeige ich euch nochmal die drei Lip Liner, die sie mit reingelegt hat. Und die sind, glaube ich, alle von Eveline Cosmetics. Ja. Gut, ich muss nachher mal gucken, welchen davon ich vielleicht sogar schon habe, weil wie gesagt, ich habe ja ein Fullface geschminkt. Ach, das sind so herausdrehbare, das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Rosewood, Desert Rose und Nude sind hier die Farbbezeichnungen. Also ja, das sind halt drei Lip Liner. Ich persönlich bin total Lip Liner faul. Bin ich ehrlich, ne? Trage ich super selten, aber Lip Liner machen durchaus Sinn. Das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich finde es interessant, sie hat keinen Lippenstift reingepackt, sondern Lippenöl und die Lip Liner. Also theoretisch könnte man dann die Lip Liner verwenden, einfach drauf machen und das Lippenöl drüber geben, um so einen glossy Effekt zu machen, ne? Also als Lippenstiftersatz. Das finde ich auch irgendwie ziemlich schlau. So, und dann kommen wir zu der letzten Lidschattenpalette. Von ReLove haben wir nämlich eine hier drin. Und ich habe von ReLove, glaube ich, noch nichts getestet. Nee, das ist ja auch eine relativ neue Untermarke von Revolution. Das ist so eine geile Farbkonstellation, so grün-gold, ne? Oh, die finde ich hammermäßig geil. So, wie nennt die sich? Express. Hat keinen Namen sonst, oder? Oder ist das Express die Farbbezeichnung? Das weiß ich jetzt nicht, aber von der Fännchenanordnung her wäre das nichts, was mir jetzt so direkt ins Auge gestochen wäre, aber von den Farben her, ich mag es super gerne, dass wir auf der einen Seite das Ganze so ein bisschen neutraler, erdiger haben und hier haben wir dann dieses grüne, waldige, dieses Petrol, dieses Grün und das Gold, was aber auch so einen Grünstich mit drin hat. Ja, komm, den Peachy-Ton, den können wir uns auch noch angucken. Ja, und da soll die Qualität halt auch echt total klasse sein und muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich gucke mir die mal im Swatch an. Ja,
muss ich auf jeden Fall mal auf dem Auge sehen. Also vom Swatch her hauen die mich jetzt nicht so ultimativ um, muss ich gestehen. Ne? Also da gibt es definitiv mehr krassere Geschichten. Aber ja, ich muss mal gucken. Vielleicht in Kombination sind die beiden natürlich hart geil, ne? Weil du diese Komplementärgeschichte auch hast, beziehungsweise diese, ja doch, ja, schon ein Stück weit, ne? Grün und Lila sind jetzt nicht absolute Komplementärfarben, aber dieser Kontrast dazwischen, das finde ich einfach cool. Ich glaube, die in Kombination ist eine geile Idee. Und da muss ich wirklich einfach mal, so wenn ich auf meinen Tisch gucke, sehe ich einfach so einen kompletten Cosmetic for Less Haul, der einfach so durchdacht ist, so... Weiß ich nicht. Ein Fullface halt ohne die Base-Produkte, ohne die Produkte, die halt wirklich bei jeder Person total unterschiedlich sind und wo man halt auch auf Hautbedürfnisse und so weiter achten müsste, ne? Deswegen total sinnvoll, die halt nicht mit reinzunehmen. Mir gefällt's. Und ich, wie eben auch schon gesagt, herzlichen Glückwunsch. Liebe Sarah, Isabel, da hast du sinnvoll dein Herzblut reingesteckt und da hast du echt was Cooles mit Cosmetic for Less umsetzen dürfen. Ja, mega. Ich werde die Produkte in meinem Gesicht demnächst mal mit euch zusammen testen und das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!